So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Pokémon Let's Go Evoli natürlich. Wir haben in der letzten Folge ordentlich in Pokémon gefangen und zwar mit Horni und Kokuna, Bibo direkt eine komplette Evolutionskette gefangen. Jetzt fehlen also noch Safcorn und Smetbo. Ich hoffe, dass wir die auch noch kriegen könnten. Weil heute machen wir dann den Vertania-Wald. Aber erstmal möchte ich hier oben den Trainer noch mitnehmen. Oh, das ist ein Partner-Pokémon. Kann ich mir genau ansehen. Kehrversammler. Ja, und der hat ein Horniu. Okay. Nee, warte. Jawohl. Du hast so ein Pokémon, okay. Dann erstmal mit Rockzock Keep auf diesen Trainer drauf. Sollte kein Problem sein, tut's auch nicht. Okay. So, den haben wir auch besiegt. So, dann wechsle ich jetzt mal mein Pokémon vorne weg. Weil ich möchte gerne ein anderes Pokémon vorne haben. Okay, dann haben wir das. So, Clefancer hier unten, die haben wir ja schon. Und als erstes nehmen wir diesen Mini-Pilz mal mit. Warte mal, du hast ja gerade ein Pokémon aufgetaucht. Oder? Ist noch das Bibo, okay. Also für uns erstmal eigentlich nichts allzu wichtiges, aber diesen Trainer hier, den nehme ich gerne. Oh, das ist ein Safcorn. Der Trainer, der wollte uns nicht, der kann er war. Aber jetzt erstens möchte ich dieses Safcorn hier mal holen. Und dann fehlt es, glaube ich, noch ein Pokémon, was wir im Pokémon der Tanja bald holen müssen. Ups. Jawohl, dann gehört dieses Safcorn schon mal uns. Level 10 für Clefancer. So, Safcorn ist unser Team aufgenommen, brauchen wir aber nicht. So. Ja, ich mache dir Gewohnheit. Das wird auch ein paar Mal noch passieren. So. Das brauchen wir nicht, das Safcorn. So, du möchtest mit uns kämpfen? Jawohl, du hast auch Pokémon, oder? Dann lass uns mal kämpfen. André, der kleine Käfersammler, möchte. Jetzt kämpfen und er sitzt ein Raubi an. Und ich habe gedacht, ich mache mal mit Nidoran vorne weiter. Und zwar mit Schnabel. Und es reicht, um dieses Raubi zu besiegen. So, gut. Och, Nidoran möchte Doppelkick lernen. So, dann einmal den Energiefokus weg dafür. Hier wurde die reicht Level 11. Oh. Ja, hier wurde der. Klar, das ist sie, aber es ist immer gut, Level Up. Um Level Up zu kriegen, um. Bei Himbeeren. Um für den nächsten Arena-Leiter schon fit zu sein, weil wir ja bald ja schon gegen Rocco antreten werden. So. Hier ist auch ein Trainer, eine Trainerin. Entschuldigung. Weißt du, ob in diesem Wald Biester zusammenleben? Ja, ich habe eins gefangen. Gut. Göre Tamara. Und zwar mit einem weiblichen Nidoran.
Dann gehen wir mit Schnabel drauf. Das wird gerade sein. Und Volltreffer. Und damit ist es down. Ah, ich habe da doch noch eine Frage gestellt. Eine einfache. Mann. So. Dann geht's hier weiter mit dem nächsten Trainer. Ein wahrer Pokémon-Trainer drückt sich nie vor einem Kampf. Käfersammler Theo Kukuna. Sitzt du rein? Okay. Gut, dann setze ich da gegen mich mal Schnabel ein. Kukuna kann ja nicht viel als Härter. Ich hoffe, dass ich das Wettbewerb noch kriege. Wenn ich das Wettbewerb habe, dann habe ich glaube ich sie alle. Und jetzt Kukuna. Oh, ich habe kein Pokémon mehr. So, dann haben wir hier oben gerade noch nichts. Ich gucke euch mal ein bisschen um, ob wir nicht irgendwie noch was finden. Zafkorn haben wir schon. Jetzt haben wir hier noch eine Trainerin. Soll ich dir einen Tipp bei der Werfen Pokémon geben? Pokébellen. Entschuldigung, nicht Pokémon. Upsi. Girl Ava möchte gegen uns kämpfen und somit einem Taubsi. Ja, wie gesagt, es fehlt noch ein Elektro-Pokémon, es fehlt noch ein Wasser-Pokémon und es fehlt noch ein Feuer-Pokémon. So in die Richtung möchte ich gerne gehen. Ich habe mir noch nie weiter in meine Gedanken gemacht. Also. Nein, Schnabel nochmal. Muss jetzt auch so bleiben. Top. Ja, und damit ist dieses Topsy auch down. Du hast ja einen Volltreffer gelandet. So, wie war der Tipp jetzt? Man muss den Pokéball in die Mitte der Ringe werfen, habe ich gehört. Ja. Was haben wir hier noch? Ach, wieder ein Honio. So. Ja, also wie gesagt, nur noch ein Zwetbo. Dann haben wir, glaube ich, alles. Das Raubi brauchen wir nicht. So, ich guck mal hier unten, ob wir noch irgendwas haben. Hier sind wir unten. Neidem. Und zwar Lockparfum. Das ist nichts mehr weiter, ne? Kein wildes. Ja, ein nerviges Raubi, das brauchen wir nicht. So, und dann letzte Trainer hier noch. Hey, warte, wolltest du uns eigentlich hin? Aber Moria City würde ich gerne in die nächste Stadt. So, Zafkorn ist der nächste Trainer. Die nächste Gegner für uns. Da machen wir das doch. Schnabel. Nein, nicht ganz. Damit ist das Zafkorn auch down. Nur genau, ich bin da, glaube ich, Level 9er Kukuna. Level 9er Honio. So, ich glaube, dann haben wir das erledigt. Gut, bis zusammen haben wir schon. Und dann sind wir für heute auch schon durch, liebe Leute. Weil den nächsten Teil möchte ich gerne. Aber warte mal, wir machen.
Kleinen Break machen wir. Was Kleines machen wir noch, weil ich möchte gerne noch den nächsten Teil der Route haben, weil dann. Das ist, glaube ich, noch Route 2. Ja, gehört nämlich noch dazu. Das ist ein Radfraß, das ist da links. Onyo Raupi. Ja, und jetzt haben wir den nächsten Teil. So, dann mache ich jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht's weiter mit der Erkundung der nächsten Stadt und vielleicht sogar schon im ersten Arena-Leiterkampf. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli.